Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Lange nichts von mir gehört. Ich glaube, seit 4 Wochen kam kein neues Update online. Aber wie ihr wahrscheinlich am Titel erkennen könnt, habe ich mich tatsächlich verletzt. Die letzten Wochen waren grundsätzlich komplett ein Kampf. Ich glaube, die letzten 4 Wochen waren überhaupt nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. In Dänemark habe ich komplett die ganze Woche richtig gut durchgezogen. Da kam die Regenerationswoche. Da muss ich sagen, wollte ich auch komplett abschalten, habe nichts gemacht. Dann konnte ich ein Fazit daraus ziehen, dass es doch besser ist, vielleicht ein, zweimal ganz locker laufen zu gehen. Aber das wollte ich eigentlich mit in die nächste Regenerationswoche nehmen. Und dann kam der nächste Allergieschub, der mir komplett einen Strich durch die Rechnung gezogen hat. Angefangen habe ich dann in der Periodenwoche, wo das wirklich ganz, ganz schlimm war. Also ich hatte immer wieder Pausen. Und dann war die Periode vorbei. Die Allergie war auch wieder komplett geregelt. Und dann wollte ich starten und habe einfach weitergemacht, ohne wirklich zu überlegen, okay, muss man jetzt vielleicht ein bisschen runterschrauben. Ich wollte unbedingt halt weitermachen, dass ich mehr Kilometer im Langlauf auch erreiche, dass ich da ein bisschen näher an dem großen Ziel komme. Und ja, so habe ich ein Training gehabt. Dann habe ich schon ein bisschen Knieschmerzen gemerkt, aber habe mir nichts dabei gedacht, weil ich immer wieder schon die ganze Zeit und auch schon vor der Schwangerschaft im Training immer wieder ab und zu mal Knieschmerzen hatte. Und dann kam der letzte Langlauf, den ich gelaufen bin und ich habe die 14 Kilometer geschafft. Ich werde euch noch ein paar Eindrücke gleich einblenden und ja, dann ging gar nichts mehr. Also ich glaube, nach 4 Kilometern habe ich schon gemerkt, dass mein Knie wehtut und dann habe ich aber auch durchgezogen, war auch sehr glücklich darüber. Ich hatte danach nochmal, bin ich nochmal gelaufen, habe meine komplette Zeiten habe ich komplett verbessert, hatte die besten Zeiten, die ich jemals hatte beim Laufen, auch die beste Zeit auf 5 Kilometer und das war wirklich verrückt und dann ging gar nichts mehr. Ja, und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich werde euch jetzt erstmal ein paar Einblicke zeigen in die vergangenen Wochen, ein bisschen ja, Rückblicke mit einblenden und euch zum Schluss sagen, wie jetzt der Stand ist und wie es weitergeht. Es ist genau ein Monat bis zum Halbmarathon und ich kann immer noch nicht laufen. Heute 11 Kilometer. Ich bin jetzt beim dritten. Die Beine sind so schwer. Die sind so tot. Ich habe meine Allergietablette vergessen. Aber noch geht's. Oh, ich bin gespannt. Pace ist gut, aber ich will einfach die Kilometer schaffen. Ja, mal schauen. Vor dem Lauf habe ich nicht aufgenommen, weil ich die Wolken gesehen habe und einfach die Hoffnung hatte, dass ich nicht nass werde. Aber ich bin klitschnass. Es ist alles nass. Bei dem ersten Kilometer bin ich so nass geworden und ich habe trotzdem, obwohl ich heute einfach auch gar keinen Bock hatte zu trainieren, keinen Bock hatte rauszugehen. Es war kalt und nass und ständig hat es geregnet heute Vormittag. Ich habe es einfach durchgezogen und habe die beste Zeit auf 5 Kilometer. Trainingswoche beginnt. Es ist auf einmal richtig Frühling und es ist irgendwie richtig schön, richtig schönes Wetter, obwohl es draußen kalt ist. Im Auto ist es richtig warm. Deswegen muss ich auch schon gleich raus, damit ich hier nicht anfange zu schwitzen. Heute das erste Training nach der Regenerationswoche. Es war richtig scheiße. Es war wie zu erwarten. Immer wenn ich irgendwie die Periode habe, dann musste ich nach 5,4 Kilometern ungefähr kurz stehen bleiben, weil meine Herzfrequenz bei über 190 war. Ja, ich glaube, die Zeit an sich war jetzt nicht irgendwie besonders schlecht, aber was mir auch aufgefallen ist, ich habe vor ungefähr 3 Tagen ja Bein trainiert. Ich hatte genau da Schmerzen, wo ich halt trainiert habe. Deswegen muss ich das jetzt, glaube ich, komplett sein lassen bis zu dem Halbmarathon. Und dann schaue ich einfach weiter. Weil die Knieschmerzen waren irgendwie komisch da. Das war alles, wie ich das von früher kannte, so irgendwie vom Krafttraining. Laufen ist so undankbar. Laufen ist so undankbar.
Also der Stand jetzt ist definitiv schon. Ich habe jetzt eine Woche auch fast gar nichts gemacht. Gestern war ich tatsächlich das erste Mal, wie ihr schon sehen konntet, Inliner fahren, dass ich ein bisschen in Bewegung komme. Das tat mir auch nicht wirklich gut und deswegen schonen, 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 dehnen, Mobility-Übungen und hoffen, dass das weggeht. Tatsächlich ist bei uns, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber bei uns, wenn du keine Kontakte hast, kommst du auch nicht so schnell an irgendwelche Orthopädentermine oder Physio-Geschichten. Deswegen muss ich gucken, ob ich da noch irgendwie einen Termin bekomme und hoffe natürlich, dass es auch besser wird, weil es sind ja noch 4 Wochen, also eigentlich noch 3 intensive Wochen und dazwischen werde ich noch einmal meine Periode haben. Das ist auf jeden Fall ein Druck, den ich jetzt irgendwie verspüre, weil das alles nicht so richtig so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Auf der anderen Seite war mir schon bewusst, dass Verletzungen auftreten können, dass Krankheiten auftreten können. Das hatte ich ja auch ganz am Anfang in dem allerersten Video, glaube ich, gesagt. Trotzdem ist es jetzt nochmal was anderes, wenn es so kurz davor ist, wenn das Wetter jetzt wirklich besser wird, wenn es warm wird, wenn ich jetzt langsam wirklich mich schon so daran gewöhnen könnte, vielleicht bei 30 Grad zu laufen. Man weiß natürlich nicht, wie viel oder wie das Wetter wird am 30.06. Und deswegen bin ich ganz ehrlich, verspüre ich super krassen Druck. Ich weiß, ich mache mir den innerlich so mehr für mich, aber ich kann auch nicht sagen, wann ich wieder laufen kann. Heute ist der erste Tag, dass ich merke, okay, vielleicht wird es besser. Auf der anderen Seite weiß ich, ich kann nicht loslaufen und trainieren, wenn es vielleicht besser ist. Also das muss weg sein, damit ich langsam wieder anfangen kann. Und dann schauen wir mal, wie sich das jetzt entwickelt. Ich werde euch berichten, was jetzt Sache ist. Ich weiß es nämlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt überhaupt was machen sollte, was Inliner-mäßig oder Ausdauertraining angeht. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht schwimmen gehen kann, damit ich halt ja die Kondition beibehalten wird, aber die Gelenke komplett geschont sind. Ich weiß es nicht. Natürlich ist immer noch mein Ziel, den Halbmarathon zu laufen und anzutreten. Ich habe jetzt 14 Kilometer geschafft und da, obwohl ich zwischendurch auch Schmerzen hatte und ein bisschen Energieverlust hatte, konnte schon mein Körper schon so ein bisschen, ja, auch bei warmen Temperaturen damit klarkommen, so langsam. Also weiß ich, dass da an dem Tag auf jeden Fall nochmal Luft für 2-3 Kilometer gewesen wäre, was ja schon so 16, 17 entsprochen hätte. Und ich glaube, so 2-3 Kilometer oben drauf zu legen, sollte nicht ganz so schwer sein. Aber man weiß natürlich nicht, was genau noch passiert, wie die nächsten Wochen sein werden, mit welchem, also wie ich an den Start gehen werde, ob ich überhaupt meine Ziele halten kann. Ich werde da so komplett ein separates Video dazu machen. Aber ja, ich mache mir schon sehr, sehr viele Gedanken. Weiß nicht, wie es weitergeht. Wollte euch ein kurzes Update geben und ja, hoffe, dass ihr weiterhin dran bleibt, dass ihr meinen Kanal abonniert, um einfach zu schauen, wo die Reise hinführt. Ob ich es in einem Monat endlich geschafft habe, mein großes, großes sportliches Ziel zu erreichen. Wirklich von null, von Lauf. Anfänger mit 1 Kilometer dann den Halbmarathon zu laufen. Ja, abonniert meinen Kanal, liked das Video. Ich hoffe, wir sehen uns schon beim nächsten Video mit besseren Nachrichten und mit etwas positivem Rückblick, weil die letzten 4 Wochen waren wirklich nicht so einfach. Also freue ich mich über eure Unterstützung und auf alle, die dabei sind und mich anfeuern. Folgt mir auch unbedingt auf Instagram, da zeige ich euch ein bisschen mehr den Alltag und auch die Trainings und ja. Mal schauen, wie es wird. Ich hoffe, es wird gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.